Es ist ziemlich genau 3 Monate her, da lud Lukas Hofer zu einer Medienkonferenz nach St. in Taufers ins Design Hotel Feldmilla. Dort erläuterte der 24-jährige Montaler seine Saisonziele, den ersten Weltcupsieg und eine Olympiamedaille hatte er sich zum Ziel gesetzt. Während er den Weltcupsieg bei der Sochi-Generalprobe beim Heimweltcup in Antholz feierte, gewann Hofer in Sochi gemeinsam mit Dorothea Wierer, Karin Oberhofer und Dominik Windisch Bronze mit der Mixed-Staffel. Es ist unbeschreiblich, die Medaille zusammen gemacht zu haben, das war ein Wahnsinn. Es war so viel ein großer Schub fürs Team. Ich kann mich auch noch genau erinnern, wie wir gesessen sind, wo wir noch das Interview gehabt haben. Ich glaube, es erinnert sich alle, was das Ziel eigentlich war von mir. Das war einmal endlich einen Weltcup-Sieg zu schaffen. Seit ich komme in Antholz, alles was jetzt mehr gekommen ist, das ist ein Plus, das ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Man hat sicher sein Kind auch, träumt man wirklich, dass man eine Medaille macht bei Olympia. Das ist einfach jedes Ziel, denke ich, von jedem Athleten. Und noch alle 4 zusammen zu schaffen, ja, es geht nicht mehr. Das in Sochi so erfolgreiche Südtiroler Quartett, bestehend aus Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch und Lukas Hofer, wurde vor kurzem in Montal gefeiert. Wie in Südtirol üblich, durfte eine Kutsche, die das Viergespann auf dem Dorfplatz in Montal vorfuhr, ebenso wenig fehlen wie die Musikkapelle, die Fanclubs und die verschiedenen Vereine, bei denen die erfolgreichen Olympioniken groß und erfolgreich geworden sind. Montal lag den 4 Südtirolern praktisch zu Füßen. Ja, voll erbärig, wirklich, weil die ganzen Vereine da sind und die Familie und ich habe nicht so viele Leute erwartet, das ist wirklich voll brutal. Nein, das ist echt wunderschön, also ich hätte nicht erwartet, dass da so viele Leute kommen. Mich freut es voll, also danke in aller Nummer und das freut mich wirklich. Super, voll erbärig, dass sich da heute alle zusammengetan haben, es passt perfekt, weil es ist eine Medaille für die Mannschaft und für die ganzen Gemeinden von ganz Südtirol und was will man mehr, als wir das gemeinsam feiern. Die Bürgermeister der 3 erfolgreichen Gemeinden Montal, Feldturns und Rasen-Antholz, die Sportlandesrätin, Vertreter der verschiedenen Vereine und Verbände, sie alle waren gekommen, um die 4 erfolgreichen Südtiroler Biathleten in kurzen, aber treffenden Reden vor einer imposanten Zuschauermenge hochleben zu lassen. Sie haben ja schon das letzte Jahr gezeigt, dass sie bei der Weltmeisterschaft 3. gemacht haben und die haben schon nur immer eine Form abgerufen, im richtigen Moment. Und einmalig, ja, großartig. Die 4 erfolgreichen Südtiroler Biathleten, die erstmals seit 1988 wieder eine olympische Medaille in dieser Sportart holten, freute es ungemein, ausgerechnet in einem Teambewerb Edelmetall geholt zu haben. Hey, ist ganz das Schönste, vor allem, dass die Mixstaffel war, weil da sind Männer und Frauen auch noch. Und da feiert man wirklich in der ganzen Mannschaft, es betrifft alle und das ist... Ja. Obwohl der Medaillengewinn nun schon fast eine Woche her ist, haben Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch und Lukas Hofer immer noch Schwierigkeiten zu realisieren, was da in Sochi in der Mixed-Staffel passiert ist, oder? Es war der erste Tag, war ein wenig komisch, dann hat man aufgehört. Es war der ganze Trubel links und rechts, aber am nächsten Tag kommen wir dann auf der Medalplaza, alle zusammen können am Ausgehen jubeln und die Medaille empfangen nehmen. Dann hat man wirklich so langsam umgehabt, sie zu realisieren, ja, jetzt haben wir es geschafft, wir haben eine Olympiade gemacht, wir können uns alle freuen, wir haben die Arbeit hat gepasst, die Trainer haben so viel gute Arbeit geleistet, es hat einfach alles zusammengestimmt. Und wie haben die einzelnen Athleten die Mixed-Staffel erlebt, die ihnen diesen historischen Erfolg eingebracht hat? Ich war auch wieder aufgeregt, weil ich am gleichen Tag in der Früh dachte, Boxen und Mühle. Und, aber beim Rennen ist es brutal gut gegangen, auch beim Schießen besonders. Da als erster Außenverschießer und das ist wirklich voll ein bergiges Gefühl. Und die letzte Runde hat mich noch zwar noch die Tore Berge eingeholt, aber ja, ich meine, als zweite übergeben war sicher top. Ich bin derweil an der Stunde gegangen, habe mich gewechselt und dann haben wir gedacht, wenn die Buben jetzt das tun, leider das tun, was sie kennen, nachher haben wir es, weil sie kennen es und sie wissen wir auch. Und die haben ein bisschen gebeten und haben mich noch fast nicht getraut, wieder zurückzukommen, weil ich wirklich nicht gewusst habe, wie es ausschaut. Und es hat aber perfekt ausgeschaut. Da geht da ziemlich viel durch den Kopf und dachte, da probierst du wirklich alles zu ignorieren. Und ja, man probiert dort zu lenken, an alles andere zu denken, außer an das. Irgendwie kommt es wieder und geht wieder und bis zum Schluss ist es gut gegangen und mir ist
etwa ein Sturm auf den Herzen gefallen, es war ein Felsen, also das war echt ein unbeschreibliches Gefühl. Die Weltcup-Saison der Biathleten ist noch nicht zu Ende. In den kommenden 3 Wochen stehen noch Etappen in Bocskljuka, Kontiolahti und am Holmenkollen in Oslo auf dem Programm. Und wer weiß, ob es da für Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch und Lukas Hofer nicht erneut etwas zum Feiern gibt.